Seid ihr bereit, mit unserer neuen Auswahl an Tricks und optischen Täuschungen in die Welt der Hexerei und Magie einzutauchen? Heute zeigen wir euch, wie plötzlich CDs auftauchen. Seht, wie man einen Geldschein auf der Fingerspitze balancieren kann. Und erzeugt eine Herzillusion, das aus der Hand geschnitzt wurde. Es ist Zeit, eure Freundin mit einem Videostreich zu unterhalten. Geht unbemerkt zu eurer Freundin. Nicht mit leeren Händen, sondern mit einer Säge. Und sägt. Voila, kein Tropfen Blut und keine Füße. Ihr braucht dafür eine Pappschachtel. Macht quadratische Löcher. Klebt einen Sneaker an die Box. Zieht die Box über das Bein und drückt das Bein in das obere Loch. Beugt eure Knie und überprüft, dass der Kamerawinkel stimmt. Denn der Kamerawinkel entscheidet alles. Eine Valentinskarte aus der Hand geschnitzt. Irgendwie nicht sehr schön, aber beeindruckend. So erschreckt ihr eure Freunde mit der Illusion eines ausgeschnitzten Herzens. Zeichnet zwei Herzen auf eure Hand. Malt eins weiß und die Mitte des anderen schwarz. Erstellt eine Burgunderkante. Markiert die Kanten der Zeichnung mit weißer Farbe. Fügt noch Teilschattierungen hinzu. Der letzte Schliff und die Illusion ist fertig. Und der nächste Trick ist ideal für eine lustige Party. Gießt etwas Wasser in einen Pappbecher. Nehmt einen Stift und durchbohrt den Becher damit. Aber das Wasser fließt nicht aus. Gießt das Wasser zurück in das Glas. Ihr braucht dafür zwei Becher. Schneidet den Oberbereich und den Boden von einem Becher ab. Ihr braucht nur den mittleren Teil. Befestigt eine Seite mit Folie. Und legt es in den zweiten Becher. Schneidet noch den Rand von der Folie ab. Es hält das Wasser fest, während der Bleistift den leeren Raum durchdringt. Das ist das ganze Geheimnis. Sogar eine gewöhnliche kleine Münze hat die Chance, ein Star zu werden. Deckt die Münze mit einem Tuch ab, macht magische Bewegungen und die Münze bewegt sich nach oben. Habt ihr das gesehen? Wahre Magie! Bereitet die Requisiten für diesen Trick vor. Ihr braucht ein kleines Stück Kupferdraht. Verdreht es. Befestigt die Münze mit einer Heißklebepistole am Draht. Das gegenüberliegende Ende haben wir gebogen. Und ein leichter Druck auf den Haken bewirkt, dass die Münze in der Luft aufsteigt. Versteckt das Werkstück in den Stoff und entfernt es unbemerkt. Man fühlt sich wohler, wenn man Geldscheine in der Tasche hat. Und wenn buntes Konfetti aus dem Schein kommt, dann wird die Stimmung festlich sein. Diese Scheine scheinen auf den ersten Blick ganz normal zu sein. Der Trick ist, dass nur ein Schein normal ist. Der zweite besteht aus zwei Scheinen, die mit einer Füllung aus buntem Konfetti verklebt sind. Einfach, aber sehr beeindruckend. Gib mir einen Korken und ich werde ein Gabelkarussell auf der Fingerspitze stattfinden lassen oder sogar auf einem Flaschenverschluss. Warum fallen die Gabeln nicht? Wir zeigen euch warum. Ihr braucht zwei Gabeln, einen Korken und eine kleine Nadel. Setzt die Gabeln gegenüber vom Korken ein. Führt die Nadelspitze in die Unterseite vom Korken. Legt die Nadel dann auf euren Finger. Das Geheimnis des Gleichgewichts besteht aus dem richtig gewählten Schwerpunkt von der Konstruktion. Und jetzt zeigen wir euch eine optische Täuschung. Schneidet unterschiedliche Papierrechtecke aus. Zeichnet Fenster und eine Veranda. Malt die Fenster und die Türen schwarz. Klebt die Papierteile seitlich an. Jetzt braucht ihr eine Papierrolle. Macht einen V-förmigen Schnitt und biegt die Kanten. Setzt es auf farbige Pappe und legt die Papierfigur darauf. In verschiedenen Winkeln könnt ihr den Effekt eines dreidimensionalen Hauses erzeugen. Eine sehr beeindruckende Illusion. Ist es möglich, den Geldschein an der Fingerspitze ohne Magie zu halten? Es funktioniert nicht. Macht magische Bewegungen. Oh, ein Wunder! Das Geld scheint auf den Finger verklebt zu sein.
Falte deinen Geldschein zusammen und kleb doppelseitiges Klebeband an. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Klebeband löst sich leicht von der Haut und behält die Klebkraft für lange Zeit. Der Trick ist super für Anfänger geeignet. Das rosa Herz ist gerade im 7. Himmel. Seht ihr, wie leicht es in der Luft schwebt? Jetzt wiederholen wir diesen Trick. Klebt ein Stück Streifenklebeband auf die Rückseite vom Herz an. Ihr braucht einen dünnen Faden aus alten Nylonstrumpfhosen. Befestigt den Faden mit einer Heißklebepistole am Klebestreifen. Wickelt den Faden um den Knopf vom Hemd. Während ihr einen unsichtbaren Faden mit euren Fingern festhält, erschafft ihr einen mysteriösen Flugeffekt. Ein gelungener Trick. Und jetzt erscheinen plötzlich CDs in der Hand vom Magier. Sieht unglaublich aus. Wollt ihr wissen, wie das geht? Das Publikum muss während des Tricks die falsche Hand ansehen. Setzt die CDs auf den Daumen und legt sie parallel zu der Handfläche. Wenn ihr alles schnell macht, wird niemand etwas ahnen. Glaubt ihr an Reinkarnation von Objekten? Zum Beispiel eine Serviette, die in eine Faust gedrückt wird. Wird im nächsten Leben ein Tischtennisball. Das Geheimnis ist, dass der Ball vor dem Trick gut präpariert werden muss. Macht eine Öffnung im Ball, dass ein kleines Taschentuch oder eine Serviette leicht hineinpassen kann. Klemmt den Ball in die Faust und drückt eine Serviette hinein. Öffnet die Hand und zeigt den Zuschauern den Ball. Glaubt ihr immer noch nicht an Wunder? Seht euch unseren nächsten Trick an. Befüllt einen leeren Einwegbecher mit farbigem Papier. Vergrabt den Becher tief genug und beginnt zu zaubern. Holt den Becher heraus. Der Trick hat funktioniert. Statt zerknülltes Papier gibt es leckere Kaubonbons im Becher. Ihr braucht mehrere Blätter. Je bunter, desto besser. Reißt sie in Stücke und knüllt die Papierstücke zusammen. Gebt sie in einen Glasbehälter. Und jetzt müsst ihr einen Geheimbecher mit Süßigkeiten auf dem Boden verstecken. Zum richtigen Zeitpunkt vertauschen wir die Becher und holt den einen, der schmackhafter ist, heraus. Für diesen Trick braucht ihr zweifarbige Tücher. Bindet sie mit einem Knoten zusammen. Überprüft den Knoten, ob er fest genug ist. Fügt eine Prise Magie und Zauber hinzu. Voilà, sie wurden ohne viel Aufwand wieder gelöst. Das Geheimnis des Tricks ist, den Knoten richtig zu binden. Bindet den Knoten und sorgt dafür, dass ein Taschentuch um den zweiten gebunden ist. Um den Knoten zu lösen, müsst ihr nur die verknotete Spitze vom Tuch ziehen. Schaut, zieht zwei Schnürsenkel durch das Spulenloch. Verbindet die Enden mit einem Knoten und zieht schnell daran. Das Seil geht durch die Spule und es ist kein Knoten mehr vorhanden. Das Geheimnis ist, das Seil in die Spule zu führen und beide Enden nach außen zu ziehen. Führt das zweite Seil in die Schlaufe ein, die von der Öffnung sichtbar ist. Zieht es vorsichtig nach innen, zieht den angeblichen Knoten fest und zieht das Seil tatsächlich von der Spule. Der nächste Trick beginnt mit dem Zeigefinger. Bedeckt euren Finger mit einem Blatt Papier und zerquetscht ihn zu einem Klumpen. Präsentiert die Hände. Das zerknitterte Papier beginnt dazwischen zu schweben. Das Geheimnis liegt an einem einfachen Stift, den ihr zwischen euren Handgelenken versteckt habt. Wenn ihr die obere Hand hebt, landet das Papier auf der Handfläche. Wenn ihr die Hand senkt, schwebt das Papier in der Luft. Das Gummiband fiel in den Ring. Lasst uns versuchen, es herauszuziehen. Zieht kräftig am Gummiband. Das elastische Band durchdringt den Metallring und bleibt vollständig erhalten. Inspiziert den Ring. Er ist auch unversehrt. Greift das elastische Band von der anderen Seite des Rings und erzeugt den Effekt, dass er durchgeht. Zieht euren Finger zusammen und lasst das Gummiband vom Ring gleiten. Die Zuschauer werden sehr erstaunt sein. Und jetzt überraschen wir unsere Freunde mit einem ungewöhnlichen Trick. Ihr haltet ein normales Stück Papier, faltet es zu einem Kegel, schüttet es und Blütenblätter fliegen wie Schmetterlinge aus dem Kegel. Ihr braucht dafür bunte Servietten. Legt eine Serviette übereinander, faltet es zu einem Dreieck
biegt die Ecken und schneidet die Serviette zu einem Halbkreis aus. Entfernt das mittlere Stück und klebt sie zusammen. Schneidet ein rechteckiges Stück Papier an und bedeckt es mit Kleber. Legt das rosa Blütenblatt in den Schlitz ein. Glättet das Papier. Wir brauchen viele mehrfarbige Blütenblätter. Sammelt Blütenblätter in der Hand und wickelt sie mit einem Blatt Papier ein. Ein sehr bunter Trick. Fandet ihr unser Video? Dann schreibt uns, welche Ideen euch am meisten beeindruckt haben. Papier in Süßigkeiten verwandeln oder Münzen unter einem Taschentuch fliegen lassen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.